Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 FC Erzgebirge Aue Karriere. Und ja Leute, heute haben wir folgende Spiele, das Saisonfinale gegen Köln und Bremen werden wir schnell simulieren, genauso wie gegen Stuttgart, Freiburg und Hertha. Gegen Gladbach gehen wir dann selber rein, gegen Bayern, gegen Wolfsburg und gegen Leverkusen gehen wir dann nochmal in die normale Simulation rein. Dann sind wir beim Spiel gegen Köln, starten direkt rein, wir müssen Rodriguez rauspacken auf der Ersatzbank. Weil der eben gesperrt ist, gehen wir rein. Wir gewinnen mit 0:1. Adrian Fein in der 38. Spielminute mit dem Siegtreffer. Nächstes Spiel gegen Bremen. Die sind auf Platz 12 ein bisschen besser wie hier zuvor Köln. Wir sehen, ist mir gerade erst aufgefallen, ist der Thorgan Hazard verletzt. Dafür muss Dani da Costa im linken Mittelfeld herhalten. Das ist okay. Und wir gewinnen mit 2:0. Areola trifft und Brian Broby. Damit gewinnen wir gegen Bremen. Wir sehen, Tim Dierks möchte weg. Das bedeutet auch, viele andere möchten weg. Zum einen Dumois, den können wir mal zum Profi befördern. Wouters können wir nicht mitnehmen. Dirk sehen wir da 17. Ja, ich würde mal sagen, den können wir einfach mitnehmen, können wir ihn halt verleihen. Und den Yannis Petit werden wir auch nochmal mitnehmen. Lefebvre werden wir dann rausschmeißen, Jungspieler freigeben und den Rest lassen wir noch hier drin. Matthias van de Busche möchte auch weg, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Den werden wir aber freigeben und die anderen beiden, die können gar nicht rau weggehen. Wir können Nacho Agudelo zum rechten Mittelfeldspieler umformen. Damit hat er eine 57 und ist doch recht gut. Nächstes Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt will ich das endlich mal selber beheben, damit es da nicht die ganze Zeit drin steht. Wo ist er denn dann? Da Costa hat das eigentlich recht gut gemacht da vorhin. Dann darf Tuta nochmal auf die Bank. Gignac haben wir, genau, dann haben wir letzte Folge verpflichtet. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, aber ja, wir haben ihn verpflichtet als Ersatzstürmer. Ja, vielleicht verkaufen wir ihn dann nächste Saison, holen dann vielleicht einen besseren. Aber da würde ich einfach sagen, starten wir so rein, dann in das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und da gehen wir natürlich selber rein. Mal schauen, ob wir hier vielleicht einen Sieg holen können. Ja, und jetzt faulen wir Ensame und dann gibt es in der 26. Spielminute Elfmeter für Borussia Mönchengladbach. Komm, Thuram, schießen einfach rein und gut ist. Nein, Manuel Neuer ist da. Brian Broby spielt den Ball durch zu Amin Harit. Jetzt müssen wir auf Fein warten. Jetzt ist da Risse und unser ZDM-Spieler, der die Karriere beendet in der 30. Minute mit dem 1:0. Philipp Risse, unser ZDM-Spieler, macht dir das 1:0. Ist wieder wunderschön gespielt worden. Nach dem Elfmeter auf der anderen Seite, der missglückt war, weil Manuel Neuer gehalten hat, kommen wir hier nach vorne und spielen mit Areola, könnte das sein. Dann einfach nur noch durch und durch und durch. Und dann endet er irgendwann bei Philipp Risse. Und damit schießt er sein erstes Tor. Wir führen mit 1:0. Da ist Brian Broby. Wenn die Stürmer nichts können, dann muss es Philipp Risse können. Kann er den Doppelpack schießen? Er kann nicht mehr rennen, aber er schießt den Doppelpack in der 55. Spielminute. Philipp Risse, das ist unser Stürmer. Wenn es die ganzen anderen nicht schaffen, kein Areola, kein Broby, kein sonst wer, dann muss es halt einfach eben ein ZDM-Spieler machen, Defensivspieler. Dann ist halt eben Philipp Risse, der hier gerade mal seinen Doppelpack schießt und wieder dann hier durchläuft. Das war auch echt schön gespielt. Keine Chance für Tobias Sippel. Und damit Philipp Risse, zweites Tor in der 55. Spielminute. Der Typ, der am Ende der Saison seine Karriere beendet, schießt hier einfach zwei Tore und damit führen wir mit 2:0. Und da ist Harit wieder zu Risse. Was macht er da im Sturm? Kann mir egal sein, wenn er jetzt vielleicht seinen Assist macht zu Brian Broby. 74. Spielminute, 3:0. Philipp Risse, zwei Tore, eine Torvorlage, drei Assists in einem Spiel als ZDM-Spieler. Sag ich nicht nein, aber wir machen das 3:0 mit ihm und damit, denke ich, haben wir jetzt hier den Sieg gegen Gladbach in der Tasche. Wir schauen mal, ja, Gignac, ja, kommt mal rein für Risse. Und warum ist Risse einfach im Sturm? Gut, vielleicht von der Formation ein bisschen komisch. 13. Tor für Brian Broby. Wir führen mit 3:0. Wechselt Philipp Risse aus für Gignac. Was ein geiles Spiel von ihm. 3:0 Führung. Der Schiri zeigt eine Minute Nachspielzeit an. Der pfeift ab. Wir gewinnen gegen Gladbach mit 3:0. Dann sehen wir ein neues monatliches Scouting-Update. Wieder aus Argentinien. Schauen wir mal direkt rein, ob hier vielleicht irgendwo ein gutes Talent dabei ist. Schlechte Gesamtstärke, gutes Potenzial. Julio Ojeda können wir mitnehmen. Moya können, lehnen wir ab. Und Miranda lehnen wir auch ab. Dann sehen wir Julio Ojeda. Rechter Mittelfeldspieler, das passt. Ich gebe ihm so einen Entwicklungsplan. Nächstes Spiel gegen Stuttgart. Die sind auf Platz 15. Wir sind auswärts. Das müssten wir eigentlich gewinnen. Gehen in die Schnellsimulation rein und wir spielen wieder nur 1:1. Das kann nicht wahr sein. Brian Broby trifft in der 6. Spielminute Cordoba vorher in der 4. Nächstes Spiel gegen FC Bayern München. Da gehen wir in die normale Simulation rein und mal schauen. Ich rechne eigentlich mit nichts, wenn wir in Stuttgart nicht mal gewinnen können. Legen wir einfach los. Und dann in der 35. Spielminute Amin Harit mit der 1:0 Führung für uns. 66. Spielminute
Minute mit Joshua Kimmich das 1:1. 70. Minute, ich würde sagen, wir greifen halt nochmal ein und versuchen wenigstens noch den Siegtreffer zu machen. Mal schauen, ob das klappt. Da ist Areola durch Anspielstation in der Mitte, da ist sie mit Amin Harit, 81. Minute, da ist das 2:1 für den FC Erzgebirge Aue, Amin Harit mit seinem Doppelpack. Ich habe eigentlich gedacht, dass Bayern jetzt noch das Tor macht, dass wir dann damit hinten liegen, weil sie hat eine Chance gehabt, die jetzt gar nicht so arg war. Aber wir machen das 2:1. Musiala kommt nochmal für Harit, der Eckspieler von Bayern. Und zwei Eckspieler von Bayern sogar. Einmal mit Musiala und mit Manuel Neuer. Damit führen wir mit 2:1. Gehen auf sehr, oder bleiben auf sehr defensiv. Und versuchen es einfach noch zu halten. Der Schiri pfeift das Spiel ab. Wir gewinnen gegen Bayern mit 2:1. Nächstes Spiel gegen 17. Freiburg. Wenn wir gewinnen, können wir sogar auf mehr wie auf Platz 5 kommen. Damit wären wir erstmal drin. Aber Leute, komm, gegen Freiburg. Das muss doch einfach möglich sein zu gewinnen. Wir gewinnen mit 0:3. Amin Harit, Brian Broby und Paslak mit den Toren. Nächstes Spiel gegen Hertha, die sind auf Platz 8, die sind direkt hinter uns. Also hier will ich keinen Sieg, hier wäre ich mit dem Unentschieden schon zufrieden, denn die sind halt wirklich echt stark und wir verlieren mit 0:2. De Catalere und Munir treffen jetzt nochmal echt eng mit der Europa League. Neues monatliches Scouting-Update aus Argentinien. Schauen wir mal, ob hier ein gutes Talent dabei ist. Nein, leider nicht. Vorletztes Spiel dieser Saison gegen Wolfsburg, direkter Konkurrent. Da wir haben jetzt nur noch Wolfsburg und Leverkusen, die sind beide vor uns. Hier gehen wir rein in die normale Simulation, hier wäre ich mit dem Unentschieden so zufrieden. Ich werde auch eingreifen, sollten wir kurz hinten liegen oder unentschieden sein. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Gute Chance zum 1:0 und das machen wir in der 12. Spielminute mit Amad Diallo. Wir machen das 0:2 mit Amin Harit in der 77. Spielminute. Der Schiri zeigt das an, eine Minute Nachspielzeit und dieser Sieg, der ist unfassbar wichtig. Wir gewinnen gegen Wolfsburg mit 0:2. Sam Rules wird uns auf Leihbasis 2 Jahre verlassen zu Kortrijk in der nächsten Transferphase. Dann sind wir beim Spiel gegen Leverkusen und natürlich Philipp Riss ist sein letztes Spiel hier für uns. Darf er nochmal spielen? Ich würde einfach sagen, komm, schnell Simulation, denn wir sind 7. Brauchen einen Unentschieden, wenn Wolfsburg gewinnt. Ich weiß gar nicht, wie die Tordifferenz aussieht. Komm, einfach schnell Simulation. Gehen wir rein. Ich denke, wir werden zwar verlieren. Ihr wäre aber gar nicht so schlimm. Wir verlieren 2:0. Diaby und Bailey treffen und wir gucken mal drauf, was Wolfsburg gemacht hat. Die gewinnen 2:1. Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, dass wir doch 8. sind, weil dann heule ich. Ich heule wirklich, wenn wir wirklich 8. sind und dann ganz knapp die Europa League verpassen. Und wir verpassen die Europa League schon wieder. Oh, ey, bitte. Jetzt sagt mir nicht, dass es wegen einem einzigen Tor wahrscheinlich passt. Auf, es ist ein einziges Tor. Es sind 3 Tore. Wegen 3 Toren. Ich hätte selber reingehen sollen. Ich bin so ein Idiot. Na, ich hoffe einfach, dass wir unser Team in der nächsten Saison gut verbessern können, dass wir halt in der Champions League direkt mitmachen können. Würde ich sagen, sehen wir uns am Ende der Saison. Dann sehen wir am Ende der Saison. Wir sehen, Farnese hat uns nochmal für ein Jahr verlassen zu Luzern. Dann Stefanio verlässt uns dann auch zum AC Alkmaar. Wir haben auch nochmal ein neues monatliches Scouting-Update, wo wir auch nochmal direkt reinschauen, ob vielleicht hier ein gutes Talent dabei ist. Das Talent hätte ich mitnehmen können. Aber ansonsten ist kein gutes Talent dabei. Dann sehen wir die Bundesliga-Tabelle. Dortmund auf 1, Bayern, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, Hertha und Wolfsburg spielen dann international. Wir ganz knapp nicht, aber letztes Jahr Abstieg, jetzt 54 Punkte. Ist schon echt gut. Dann Hoffenheim, Frankfurt, Schalke, Bremen, Köln, Mainz, Augsburg, Stuttgart müssen die Relegation. Freiburg und Berlin müssen dann in die zweite Liga runter. Bayern 0 für Leverkusen gewinnt auch den DFB-Pokal mit 5-4 gegen Bayern. Das ist doch schön. Relegationsspiel gewinnt Düsseldorf, verliert Düsseldorf 4:0 gegen Stuttgart. Dann European International Cup, den hat Parma gewonnen. UEFA Superpokal gewinnt Liverpool 2:0 gegen Atletico Madrid. Dann die UEFA Champions League gewinnt schon wieder Liverpool gegen Inter Mailand. Liverpool hat ja letztes Jahr gewonnen, deswegen war ja Atletico Madrid die Europa League. Hier gewinnt FC Chelsea mit 2:3 gegen Manchester United. Dann schauen wir uns nochmal die Top-Torjäger an. Bei uns Brian Broby auf Platz 5. Ich werde es auch nochmal bei jedem den Vertrag verlängern, der einen Daumen nach unten hat. Und mal schauen, ob es bei jedem klappt. Und das mit dem Vertrag hat bei jedem geklappt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der neuen Saison. Dann sehen wir die Saisonvorbereitung. Wir nehmen den European International Cup mit Burnley, Leeds, Crystal Palace, Rom, Aston Villa, Southampton, Florenz und eben mit uns. Und dann sehen wir es laufen. Einige Verträge aus von Mendel, von Möhring und von Kataciu und auch Haar. Aber Haar werde ich nicht verlängern. Den wollte ich auch schon seit ewig verkaufen, der ist schon seit Anfang der Karriere dabei. Der will sich aber nicht verkaufen lassen. Aber mit Mendel, Möhring und Kataciu werde ich die Verträge verlängern. Und es hat bei allen geklappt, außer bei Haar, aber den möchte ich ja eben nicht verlängern. Dann sehen wir, wir haben 22 Millionen, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wir schauen aber erstmal direkt drauf auf die Transferliste, wenn wir alles verkaufen möchten. Und zwar geht es in Tor los mit Akinfeev, Haar, Plath,
möchten wir die drei verkaufen. Möhren und Katachio möchte ich nur verleihen. Dann Leiter habe ich auf die Liste gepackt, der ist eben schon 25, hat eine 78. Genauso wie Aaron ist 26, hat eine 80. Dann Eminescu, Vaneste möchte ich verleihen. Wobei ich glaube, Vaneste wird, glaube ich, eh wechseln jetzt. Tonga ist auf die Liste, weil der hat sogar eine Gesamtstärke verloren, ist ein Jahr älter geworden. Stefanio, Rulfs, Dumont möchte ich verleihen. Rulfs und Stefanio gehen hier auch. Simon möchte ich noch verkaufen, Gignac möchte ich verkaufen, Dirks möchte ich verleihen, genauso wie Petit. Dann sehen wir eben Stefanio, Vaneste, Rules haben uns verlassen per Laie. Diallo haben wir dann eben verkauft zum VfL Wolfsburg, das war ja dieser blöde Transfer, neues monatliches Scouting-Update. Schauen wir mal direkt rein, ja, der ist nicht ganz so gut bei der Gesamtstärke gewesen. Medina können wir ablehnen, Dietz können wir ablehnen und Salcedo nehme ich mal mit. Dann sehen wir mal Spiel gegen Leeds auch beim Ende der Folge. Wir schauen nochmal ganz kurz drauf auf unser Talent hier, Juanma Salcedo, ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, war es davon in dieser Folge, Leute. Wenn ich die Folge gefallen hat, könnt ihr kein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.